Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe und ich habe eine Taschenlampe. Oh, warte, habe ich mein Messer? Ich habe mein Messer da. Brauchen wir noch hier was von den Seerosenwachs? Ich glaube, momentan sind wir gut versorgt. Wir können ja gucken, wenn wir am Schluss noch Platz haben. Ach, ich nehme einfach hier was mit und... Ach ja, hier bei dem Frisbee war ja auch noch so ein Loch. Aber wir wollten ja erstmal... Moin, moin und hallo erstmal. Und Mathilde ist auch dabei, wollte ich sagen. Hi. Was ist beim Frisbee? Ich bin beim Frisbee. Beim Frisbee war auch noch so ein Loch, das wollten wir uns auch nochmal anschauen, aber wir wollten erstmal beim Labor da rumtauchen. Genau, das war doch beim Kescher da hinten oder so, oder? Ist so viel wie, ich weiß es nicht mehr. Ja, check gerade mal, oder so. Ah. Da ist das Science. Oh, ist das das Science? Oh, richtig viel ist das Science. Oh, hier geht's nicht weiter, okay. Das ist noch. Oh, hier ist noch mehr Science! Alter, du Science-Süchtige! Trau mich gar nicht so tief, ich sterb immer. So, hier ist auf jeden Fall erstmal Blubberbläschen. Wir waren doch irgendwo in der Nähe vom Kescher rausgekommen, oder? Nicht direkt beim Kescher, aber so ein bisschen weiter. So, noch Blubberbläschen, gib mir ein Blubberbläschen. Muss du musst auf die dicke, fette Blase warten. Ja, ich muss jetzt... Was denn? Schneller, Mathilde! Das ist eine Spinne. Ja, ich brauchte erstmal Luft. So. Die will nichts von mir, die Spinne. Aber hier, du komischer... Bleib doch mal stehen. Ruderwanze. Oh, ich hasse dich. Ich weiß nicht, ob wir noch Teile von dir brauchen. Ich töte dich einfach. Einfach nur, weil ich es kann. So. So, hier ist diese tolle Kuppel. Hier gibt es auch wieder irgendwo Science oder so. Oh, ich höre Kampfmusik. Oh, ich sehe nichts. Ich höre auch Kampfmusik. Ah, da ist die Kuppel. War nicht hier irgendwo? Ja, in der Nähe der Kuppel. Alter, ein Schwadron von diesen Fußwichsern. 367. So, wo war denn der Eingang hier? Ich gucke da gerade. War der direkt an der Kuppel? Nee, ne? Oh, was will er mich hier agromäßig nerven? Ach nee, das ist eine Münze. Ach, Wasserflöhe. Ein Teichkuppel, ja. Ah, ich habe sie gefunden. Okay, ja, ich nehme einen anderen Eingang. Gib mir eine große Blubbelblase. So. Ich will zum Dino. Wir hatten doch hier irgendwo dieses scheiß X37 Döner. So, weil der Dino hatte ja auch noch was im Mund. Ja, ich hab gehofft, dass du es vergisst. Oh, da ist irgendein Item. Du hast es ja gefunden. Das wird's gewesen sein. Das war das aus dem Dino oder was? So, und hier sind noch ein paar Fischschuppen. Das hätten wir hier im Labor irgendwie gesehen. Oh, die Kameras sind noch an. Da kann ja sein, dass im Labor auch was war. So, ich bin jetzt gerade hier nochmal auf Knochenjagd. Jetzt backen die hier schon wieder so rum, ey. Ich kotze. Also ich habe jetzt bisher nichts gefunden im Labor. Oh, dieser Scheißknochen, der taucht auf und wieder ab und auf wieder ab. Der backt hier rum. Oh, ich kann im Labor schlafen. Geilo. Das finde ich auch.
Schön. Den Knochen kann ich schon mal nicht nehmen. Sehr nervig. Gucken, ob ich hier noch mehr Knochen finde. Da ist auf jeden Fall noch eine Keuschuppe. Hallo, Katze. Nein, die Keuschuppen backen nicht so rum wie die Knochen. Hallo, Minusch. Miau. Ja. Also im Labor habe ich nichts gefunden. Das müssen wir woanders gefunden haben und gesehen haben. Wieder zum Luftbläschen. Schnell, schnell, schnell. Ah, wo sind die Luftblasen? Da sind die Luftblasen. Dankeschön. Und dieser scheiß Knochen, der mich verarscht. Ich krieg ihn nicht. Ach, ich brauche eine Schaufel. Nein! Doch, da. Also die Keuschuppen gehen gut, nur diese Knochen sind echt Pest. Also ich weiß nicht, ob die bei dir Schuppe noch einsammeln. Aber die Knochen bei mir, die zicken total rum. Die gehen hoch, runter, hoch, runter. Ich kann die überhaupt nicht greifen. Hm. Das ist ja scheiße, du. Was hast du denn? Also, das war die Katze. Nee, ich habe gerade hier so ein Geräusch gehört, aber irgendwas ihm nicht passt hier, den guten hier. Hier ist die Scheibe, genau. Weiß nicht, vielleicht kannst du die versunkenen Knochen nehmen. Ich kann sie tatsächlich nicht nehmen. Ja, ich bin aber nicht da, wo du bist. Na, ich glaube, so viele waren hier gar nicht. Ne, hier sind tatsächlich eine ganze Menge. Ich habe hier schon vier gefunden, die ich alle nicht nehmen kann. Oh, ich gehe mal kurz hier Frischluft tanken. Wobei, ich glaube, es ist nicht sinnig ist. Ach, ich versuche. Oh, jetzt habe ich tatsächlich mal einen bekommen. Unglaublich. Du bist auch jetzt in der Höhle? Ja, ich tauche aber jetzt gerade wieder zurück zum Dino. Ich brauche nämlich Luft, 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 Luft. Da, wo du bist, ist da irgendwie Luft, Luft, Luft? Nee, ne? Ja, ja, beim Dino ist Luft. Ein weiter Weg beim Dino. Naja, wenn man keine Extra-Power gibt, dann ja. Ich habe ja hier keine Extra-Power. Ah, da hinten ist der Dino. Oh, ich habe tatsächlich schon zwei Knochen bekommen. Wow. Oh, hier liegt doch was. Champion of the Sun. Versunkener Knochen. Ja, ich kann ihn nicht so ohne weiteres nehmen, tatsächlich. Wo ist denn hier Luft beim Dino? Beim Schlauch. Da ist ein Schlauch in der Nähe vom Dino. Ah, da hab ich verpasst, ja. Hallo Schlauchi. Danke Schlauchi. Ich muss auch nochmal zu Kumpel Schlauchi. Liegen hier noch Knochen? Ja. Brauchen wir auch Seegras? Ja. Also. Also hier sind auf jeden Fall noch zwei Knochen, wenn du mal kommst. Warte, hier ist noch Seegras. Oh, warte, einen habe ich jetzt gekriegt. Schon kurios. Oh, den habe ich jetzt auch gekriegt. Unglaublich. Na, siehste. Den kriege ich aber nicht hier gerade. Ah, nein! Mein Licht ist aus! Ich sehe nichts mehr! Ahaha! Scheiße! Ich habe auch bald kein Licht mehr. Ist es so dunkel? Jaha. Also hier kann man ja beim Dino super Seegras farmen. Das ist ja...
Ja, die Schleimlaterne muss tatsächlich an der Werkbank gefertigt werden. Weg. Kann doch nicht repariert werden, oder? Nee, kannst nicht reparieren. Dann habe ich auch... Da sinkt was runter. Ach, das ist das Seegras, das du erntest gerade, ne? Ja, ich habe auch keinen Platz mehr. Ah, dann nehme ich noch Seegras mit. Eigentlich glaube, dann gehe ich nochmal zur Basis und da raus, weil mein Licht ist jetzt auch aus. Schlange. Vielleicht reicht ja tatsächlich... Achso, du meintest ja da dieses Item irgendwas hattest du da auch nicht mehr gefunden. Nee. Ich dachte, ich hätte es da gesehen, aber... Hä? Was denn ist dieses Ding? Hä? Bin ich schon dran vorbei? Ja. Ja, dann komme ich mit, weil da mache ich mir, bevor ich... Dann mache ich mir lieber nochmal ein, zwei Laternchen. Vor allem, ich habe Ultra Durst gekriegt unter Wasser. And clean. Ja, 38 Seegras, aber ich habe nicht so viele Knochen gekriegt. Aber ohne Licht ist das auch bestimmt bescheiden. Ja. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Nee, hier war es nicht. Ah, ich habe noch Kaffee. Ja, den habe ich dir doch extra gemacht. Liebe Mathilde, nee, hier war es nicht. Da war es hier links, genau. Das ist schon cool hier irgendwie, ne? Ja. Genau, und dann diese Pupskanone rein da. Ich könnte schwören, ich habe dieses komische Item hier gefunden gehabt oder gesehen gehabt, aber ich habe es jetzt, ich habe alles abgelaufen. Ich habe es nicht mehr gesehen und gefunden, also. Oh, wo hier geht's eigentlich? Hier ist auch die Kuppel. Hallo! Oh, ich sehe, wie du Ruderwanzen tötest. Jo, aber jetzt geht's hoch. Ist es schon wieder die Sonne aus? Oder aus runtergegangen? Keine Ahnung, ich hab nicht auf die Uhr geguckt. Also ist so dunkel. Ja, es ist 19.27 Uhr. Ach. Haben auch immer die tollsten Zeiten. Okay, ich bin gerade zu blöd, hier den Ausgang zu finden. Hm? Nee, ist alles gut, alles gut. Ich dachte, es wäre direkt hinterm Cacher, aber es ist ein bisschen weiter. Das Löchle. Ach, siehst du, wir können uns ja gleich sonst nochmal das andere Loch anschauen. Na, Ameise, willst du Stress? Ja, ich habe mein Hemdchen nicht auf, ne? Oh. Jetzt erkennst du mich, ich bin wie ein Freund. Also dieser Knochen habe ich eine schlechte Ausbeute, sind nur zwei Stück. Ich glaube, ich habe fünf oder so. Ach Mist, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob jemand in den Kommentaren geschrieben hat, wo der scheiß Sprühflaschengipfel ist. Das habe ich auch nicht mehr nachgeschaut. Shit. Um den kümmern wir uns nächstes Mal. Ja. Und dann können wir uns wieder neue Jobs holen. Ja. Dann können wir doch endlich unsere Seilrutsche bauen.
Weil es könnte tatsächlich sein, dass wir mittlerweile genügend Sassassarians haben. Aber wo willst du eine Seilrutsche bauen? Also auf jeden Fall konnte man da bei der einen Farbdose irgendwie eine Seilrutsche bauen. Farbdose? Ja, bei der Veranda. Das ist eine Sprühdose? Nein, aber da kann man eine Seilrutsche bauen. Hm. Und da oben bei der Vogeltränke war ja auch so ein Dings, da konnte man was hinbauen. Ja gut, bei der Vogeltränke, ja, stimmt. Das, wir müssen mal wieder essen. Ey, du Kackspinner, hast dich verirrt da hinten, oder was? Ist doch schon dunkel, du musst doch schlafen gehen. Ey, jetzt rennst du weg, oder was? Hattest du vorhin nicht eine Spinne gesehen? Wo ist sie denn hin? Ja. Ich glaube, ich sehe sie auch. Die hat hier vorne ein Netz gebaut. So ein freches Biest. Es ist mein Zuhause. Verpiss dich hier. Können wir tatsächlich mal die Schleimpilzstängel für was Vernünftiges gebrauchen? Alter, bleibst du mal hier? Oh, sie bleibt hier. Uhuhuhu. Ich mache für jeden 2 Laternen, okay? Jo. Pack sie dir oben in deine Truhe. Danke. Haut sie ja einfach Netze an. Wo kommt man hier hin? Das ist ja mein Garten hier. Scheißvieh. Erster Arschlochkäfer, der denkt, der kann hier hausen und machen, was er will bei uns. Und dann noch so eine Kackspinne. Nee. Oh, mir wird ein Warping angezeigt. Gibt's nicht. Nee, Scheißspinne, geh mal weg. Ich hab keinen Platz für dich. Ich komm gleich wieder. Ich nehme dich auseinander. Frech. Na, waren doch nur 4. Yeah! Ich liebe es. Ich habe gerade selbst ein bisschen gehüpft. Da kommt so eine Laus. Hüpft und immer ich mein Pfeil trifft sie noch. Also eine Spinne getötet und eine Laus. Ich bin stolz auf dich. Das geht echt nicht. Wenn ich hier vom Balkon runtergucke und eine Spinne sehe, das geht gar nicht. Nee, das geht nicht. Man muss gleich getötet werden. So. Knochen. Oh doch, das kann ich da loswerden. Ah, schade. Zu den DE-733-Items gibt es leider keine Infos. Ja, ein mysteriöses Item. Ist bestimmt von Aliens oder so. Ja. Zu den DE-741-Items. Es könnte irgendwie ein Dolch oder so sein. Oder ein Speer. Ich guck mal, ob ich den so in der Hand nehmen kann. Tatsache, das ist irgendein cooler Speer. Geilo. Kämpfe ich jetzt mit dem. Huh. Ha! Hu! Ha! So, noch wer hier? Ein Arschlochkäfer oder so? Irgendwas, das noch sterben will? Nein, Ameisen dürft hier sein. Ameisen sind cool. Gegen euch habe ich nichts. Außer ihr seid 20 auf dem Haufen. Dann muss ich da mal eine Granate reinwerfen. So. Guck dir mal meinen coolen Speer an. Wie viel Schaden macht der? Warte mal, meiner macht wie viel? Minzhammer, nein, ist auch Speer. Der macht auch.
Geh mal auf den. Bist du auf den Speer? Nee, der war doch schon. Siehst du doch? Guck mal. Da. Ja. Da, der ist Geschwindigkeit gleich. Toll. Willst du mich veräppeln? Du hast doch jetzt was Tolles benutzt, oder nicht? Ja, ich hab. Das ist der, den ich im Dino-Maul gefunden habe. Aber warum ist der so schlecht? Also, ich hätte jetzt gedacht, dass der irgendwie mehr Schaden hat, oder? Das hätte ich ja auch. Also, ich bin. Denn aber plus kritische Trefferchance. Ja, das hat er hier nicht. Dann ist das. Aber sonst ist er ja gleich. Schade. Aber ich will ihn trotzdem haben. Müssen wir noch mehr von dieser Substanz finden da, ja? Ja. Wo immer die auch ist. Beim Dino-Maul. Ah, dann spawnt die in 5 Tagen wieder, oder was? Wahrscheinlich. So, dann habe ich noch eine Laus, die ich aufhängen kann. Hör ich da was? Also ich würde sonst jetzt nochmal tauchen gehen. Ja, du kannst ja schon mal vorgehen. Das heißt, warte, bevor ich das mache, schaue ich nochmal, was wir für einen Taucherhelm brauchen. Eisen. Oh, du hast gleich 2 Lämpchen gemacht. 5, ja, aber du hörst mir auch nicht zu, ne? Ich habe gesagt, ich mache 2 Lampen für jeden. Ach so, ich hab nur verstanden, ich mache nur 2 Lampen oder so. Also, ein Blasenhelm sind 4 Seegrasfaser, 5 versunkene Knochen und 1 Seidenseil. Möchtest du dir den ersten Helm machen? Nö, ne, mach du mal. Ich geh schwimmen. Okay. Ja, gut, dann mache ich mir den und gehe dann auch schwimmen. Was war noch? Ach, Seidenseil. Also, wir brauchen Knochen. Ja, habe ich schon verstanden. Ich wollte mal gucken, ob hier was zu essen ist. Ich hätte gerne so eine Läuse-Mod. Mod? Ja, dass man sich verteidigen muss vor Hunderten von Läusen, die angreifen. Und danach hat man lange Zeit was zu essen. Sowas wie ein Kühlschrank wäre nicht schlecht. Wobei, man kann das ja natürlich hier dingsen, ne? Dingsen? Ja, dingsen. Dingsen? Dingsen. Was meinst du mit dingsen? Feeling a little safer now. Na, Dingsen. mir fehlt gerade das Wort. Hier Dörrfleisch rausmachen. So. Ja. Dingsen halt. Ja, Dingsen halt. Ja, ist richtig. Platsch, platsch. Boah, jetzt kann ich 160 Sekunden lang tauchen mit meinem geilen Blasenhelm. Hammer, vergiss aber nicht, da mal Luft zu atmen, du. Ja, das sind fast 3 Minuten, Alter. Guck mal. Hier hinter dir, links. Über dir, ah. Ah, unter dir. Ja. Sieht aus wie so ein Deppert-Eimer auf dem Kopf. Achso, da sieht man die Blase. Oh. Ja, dann, wo war denn hier das Loch? Jetzt muss ich schon mal wieder auftauchen. Ich bin zwar mutig. Falscher Mut! Ist sie so stark? Sie hat mich einmal angepufft und, halb tot oder was? Ein 2/3 tot. Kannst auch blocken unter Wasser. Ja, ich krieg das doch schon am Land nicht richtig hin. Ja, ich ja auch nicht. Hast du nicht gesagt, bei dieser Frisbee-Scheibe hier ist irgendwie... Ja, das suche ich auch gerade nochmal. Ich sehe hier auch keine Knochen oder so ein Scheiß. Das sind Pflanzen?
Oh, oh, ich höre irgendwas. Ehrlich. Das ist doch... Das war doch bei dieser Frisbee-Scheibe. Also es gab ja zwei Frisbee-Scheiben, ne? Ja, das war schon diese Frisbee-Scheibe. Da sah das doch auch... Hier ist es doch. Ist da Luftblasen irgendwo bei dir? Nee, ne? Tiefe Teichluke. Na, da hole ich mir erstmal Luft. Nee, hier sind leider keine. Toll. Dann hole ich auch nochmal Luft, aber ich glaube, das bringt nichts. Oder sollen wir uns die tiefe Teichlücke dafür aufheben, wenn du auch Blasen hast? Na, komm, geh runter da. Bin mal gespannt, was mich da erwartet. Ich hoffe, dass da irgendwo Luftblasen sind. Wenn du eine Luftblase siehst, sag mir Bescheid. Jo, ich sehe auf jeden Fall Science. Und ich sehe eine Spinne. Vorne leuchtet auf jeden Fall etwas. Ich sehe keine Luftblase, ich gehe zurück. Mach das. Ups, wo ist der Ausgang? Scheiße, es war nicht der Ausgang. Wo ist der Ausgang? Nein! Also hier ist der Eingang in die Luke. Achso, aber du hast den Ausgang schon. Okay. Ich hoffe, es wird knapp. Also ohne Helm nicht machen, das... Da, das ist Luftblase. Ah, verpasst! Oh, den verfurten Kackknochen! Gib mir Luft, du kleine Kacke! Ach, dran vorbei, nein! Nimm den Knochen! Nimm den Knochen! Oh, verhurter Knochen. Zu dir komme ich nochmal. Ach ja, Knochen brauchen wir ja auch noch. Ja, davon brauchen wir noch 4 Stück. Seegras brauchen wir auch noch wahrscheinlich, oder? Ja, auch. Aber gerade sind es tatsächlich die Knochen, die wichtig sind. Ja, aber ich habe hier gerade Seegras und... Oh! Ein Skep-Schema gefunden. Da ist wieder dieser dämliche Hurenknochen. Ha! Ich hab ihn gekriegt! Scheiß Knochen. Oh, da ist eine Spinne. Hm. Wenn sie so viel schon abgezogen haben, traue ich mich gar nicht gegen das Vieh zu kämpfen. Ja, vielleicht sollte man sich dafür nochmal so eine Keurüstung machen. Oh, Spinne. So eine Keuschuppe. Oh, das hört sich auch nach Spinne an. Ist da bestimmt auch nochmal nicht schlecht. Warum gibt es keine Harpunen? Gibt es doch. Aber dafür brauchen wir dieses komische... Mist, ich habe schon eine Lampe verbraucht? Fatt. Die halten ja gar nichts aus. Die halten länger als die normalen Schleimleuchten. Hm. Aber die brauche ich ja nicht so viel, weil ich ja auch bei Vollmond sehr gut sehe. Ich finde hier keine Knochen. Ich habe auf jeden Fall schon genug Knochen, dass wir dir auch einen Helm machen können. Das ist gut. Ich wollte jetzt hier mal diesen Blumentopfkübel da rein. Oh, da ist ein Science-Punkt. Das heißt, da ist eine Spinne drin. Wie?
Ergiebig. War ja richtig logisch. Wenn langweilig ist, kannst du auch bei Burgle reinhüpfen und einen neuen Auftrag holen. Nee, so langweilig ist mir nicht. Ich will... Ich renne nirgendwo hin, ich will jetzt Knochen. Ich will jetzt noch ein bisschen tauchen. Okay. Dann wollen wir noch nächste Folge zu Burgle und irgendwie ja, stimmt, noch was, ja. Die Sprühflasche. Stimmt, ja. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung. Achso, hier ist das Loch, bei dem es rausgeht. Oh, ich habe einen Ring gefunden, Ehering. Okay. Eine Akkuspinne. Oh. Lass mal Ehering sein. Geh mal weg, du Spinne. Ich glaube, diese Spinnen sollten wir uns zusammen anschauen. Die gehen mir tierisch auf die Nüsse. Ich finde hier tolle Sachen. Ehering und Science-Punkte. Hi, Koi. Ja, der ist recht gechillt, der Koi. Ja, ich dachte mir auch... Du machst zwar Geräusche, aber... Du musst doch hier viele Schuppen verlieren, hier. Bäuchchen. Ja, sei ein braver Koi. Entweder bin ich blind, was auch sein kann, will ich gar nicht abstreiten. Oder ich finde einfach keine Knochen. Jetzt brauche ich mal Luft. Als Knochen finden ist bei mir gerade hier das nicht das Problem, sondern die Knochen einsammeln. Oh oh. Einrich to die. Ein! Mach doch sowas nicht! Ach, Heinrich überlebt. Alles ja gut. Jetzt muss ich nur gerade wieder runtertauchen, weil ich da Science-Punkte gesehen habe. Ja, perfekt. Also im Dunkeln sieht man diese wunderbar. Und das stimmt. Ich höre Kampfmusik. Auch eine Spinne. Hahaha! Deine Mutter, ey. Koi, hilf mir! Eine Spinne! Ach, mit dir habe ich sowieso noch eine Rechnung offen, du Knochen. Ah, jetzt habe ich dich. Scheiß Knochen. Ja, direkt eine Spinne unterm Koi. Leck mich. Oh, hier. Nee, Seegras, scheiße. Früh gefreut. So, ich komme jetzt aber mal aus dem T-Rex-Loch raus. Ja, ich glaube, wir können auch erstmal hier abbrechen. Ach, meinst du mich abbrechen? Oh. Die Spinnen gehen mir nur auf die Nüsse. Wir können ja sonst versuchen, nochmal gemeinsam eine Spinne zu erlegen. Ja, können wir gerne machen. Warte, ich komme mal zu dir. Ja, ich muss nur gerade mal kurz hoch wegen Luft. Alles gut. Aber direkt unter mir müsste irgendwo eine Spinne gewesen sein. Und meine zweite Lampe ist auch gleich futschi, Kato. Wenn du bei mir unten bist, sag Bescheid. Ja, ich bin unter dir sozusagen. Hm. Da in die Richtung habe ich irgendwo eine Spinne flitzen sehen. Jetzt bin ich unter dir. Nee, da bist du, ja genau. Ja genau, die meine ich. Müssen wir nur wiederfinden. Der wird nicht weit sein. Spinni! Mal einmal so eine vergute Spinne braucht, da sehe ich eine. Aber das Schlagen ist irgendwie langsamer, ne? Ah,
Aber meine Lampe ist gleich kaputt, du. Yes! Oh, die gab. Das sind die 733 Items! Ah! Ich habe gerade Luft von denen bekommen. Das ist ganz gut, wenn man die tötet. Da ist noch eine. Moment, Moment, ich trinke kurz was. Wo, 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 wo? Da. Hast du sie gesehen? Oh. Nein. Vor mir. Habe... Aber ich brauche langsam wieder Luft. Da ist. Ich muss erstmal Luft holen. Blubberblase, warte auf mich. Na gut, nehme ich die nächste. Oh. Hier, Mathilde, bei mir direkt. Ja, ich sehe sie. Ich warte hier auch gerade auf eine Blubberblase. So. Okay. Die hat hier so ein Wasserfloh getötet. Aha. Ich will aber die Spinne töten. Ich will die 733 Items haben. Ah, die oh, oh. Da ist noch eine Spinne. Zwei. Das sind zwei. Aber Vorsicht. Es kommt nur eine. Ja, wo ist mein Speer, verdammte Axt? Hä? Nimm deinen Speer, Junge. Achso, meine Lampe ist kaputt gegangen. Verdammt. Ja, mit zwei ist überfordert. Ja, zwei geht das. Er hat mir keine Luft. So, da unten ist noch einer. Den hast du aber gekillt, weil ich brauche Luft. Warte mal. Ich gehe nochmal kurz hoch. Okay. Ich behalte die da unten im Auge. I'm watching you. Vielleicht muss ich hier nur kurz warten. Oh, meine Lampen sind alle. Ja, meine auch. Dass es hell wird, heller ist hier. So, ich werde angegriffen, glaube ich. Nee, dann komme ich zu dir. Bin gleich da. Oh, warte, da oben ist einer. Warte, direkt da. Hm? Oh, da. Oh! Ich hab mir, hätte mal gucken sollen, wie viel Leben ich noch hatte. Schaffst du sie noch? Ja, warte. Bist du noch da? Wo bist du? Ich bin dort. Oh, schade. Im okay. Wasser stirbst du gleich. Oh Gott. Oh, da ist noch eine Spinne. Oh. Oh, ich will die doch noch einsammeln. Frage ist, schaffe ich sie? Schaffe ich sie nicht? Hm. Alleine... Ich bin 480 Meter von... Ach, Zentimeter. Ach, scheiße, Spinne. Na, Spinne, kommst du mir gleich ins Wasser? Upsi, schwupsi, ist mir nicht reingefallen. Verdammt. Nein, ich bin so dumm. Oh, hättest du auch warten können. Oh, Mathilde, das war jetzt unnötig. Ja, ich bin halt dumm. Dumm ist der, der Dummes tut. Ja, und ich habe Dummes getan. Willst du eine Praline? Ja. Dann geh doch zu Netto. Was will ich bei Netto? Kannst du Pralinen kaufen. Da. Ja, heißt da, oder? Ich habe es jetzt nicht auf Russisch gemeint, sondern eher das amerikanische da. D-U-H. Da. Und was heißt das auf German? Leck mich so, am was? Nein, das heißt eigentlich so da. Also so, oh Gott, gibt es für da überhaupt eine vernünftige Übersetzung? Das weiß ich gar nicht. Was willst du mit da ausdrücken? Also so, ne. Ne, so zickig sein. Ah, okay. So ne. Oh, kann ich zerhauen? Oh ja. Ja, ich bin so hart. Ich bin so hart. Du bist vielleicht hart, aber ich bin härter. Blattlaus mit den bloßen Händen getötet. Boah. Krass, Alter. Rambo ist scheiß gegen mich. Du bist, Amar Art. Ja, wollte man nicht einen Break machen eigentlich? Ja, warte mal, ich würde... Ja, können wir... ja, ich will auch noch hier meinen... Hä, hier war doch irgendwo ein Rucksack, verdammte Kacke. Hä? Du, der taucht bestimmt wieder da beim Anfangsgebiet auf, ich sag's dir.
Aber das Bild war hier. Ich habe den doch schon mal aus dem Wasser geholt. Ach, ich bin dran vorbeigeschwommen. Ah, nichts gesagt. Chubidub, 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 alles nehmen. Hör auf mit diesen Kinderliedern, ey. Ja, ich bin ja eigentlich nur hergekommen. Du hast die Playlist rausgesucht, nicht? Bin eigentlich nur hergekommen, um dir dann zu helfen gegen die Spinne. Aber die hat dich ja auch zerlegt. Die hat einmal Puff gemacht und da war ich Puff. Da müsste dein Rucksack doch auch hier irgendwo sein, oder? Ja, wahrscheinlich. Also er wird mir angezeigt in 1 Meter Entfernung. Zentimeter. Ja, ja, 1 Meter eben. 100 Zentimeter. Okay. Da bist du ja fast genau da gestorben, wo ich auch gestorben bin. Ja. Spock würde jetzt sagen, faszinierend. Hm. Noch 14 Zentimeter. Ich habe alles. Hurra! Ich habe auch gleich alles angezogen. So, dann können wir jetzt eine Pause machen. wir könnten auch noch mal kurz im Labor. Das können wir oder, auch. Wir sind doch bei Burgle. Lass noch mal kurz zur Burgle-Mission. So, ich dachte, das meintest du mit dem Labor. Nee, ich wollte eigentlich Unterwasserlabor, weil da kannst du ja auch analysieren. Ja, aber bei Burgle können wir uns ja gleich Aufgaben holen. Scheiße. Da, ich will da hoch, ey. Ach, hast du... Ich wollte dich mitnehmen. Aha, scheiße, ich bin voll. Oh, ich hab die Laus weggetreten. Ist der witzig. Halt den Schnabel. Schnell, 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 schnell. Musst du aufs Klo, oder warum? Ah, nee. Ausnahmsweise mal vor mir bei Birgit. Ja. Nicht nur immer du. Ich will auch mal zu Birgit. Hast du irgendwelche Aufgaben für mich? Aha. Huch, hier sind Ameisen im Labor. Ja. Handwerker. Eichelbeinpanzer herstellen. Oh, komm. Akzeptieren. Mehr können wir nicht? Mehr hast du nicht? Willst du mich verarschen? Na gut, einen haben wir noch laufen. It is nice to see a friendly face around here. 3 bold quests arrive. Einfach annehmen. Ja, ich habe gedacht, dass er gleich mehrere anzeigt, aber er zeigt ja immer nur einen an, ist ja voll nervig. So, ich tausche gegen etwas pure Wissenschaft. Oh ja. Pure Wissenschaft. Wir haben nur 8000. Boah, da können wir uns die Seilrutsche endlich leisten. Echt? Sicher? Ja, die kostet 7500. Wir könnten auch Heißsporn kaufen. Wir können auch die Seilrutsche kaufen. Die habt ihr gespart. Oder Schilderset Kreaturen. Heinrich, wir haben auf die Seilrutsche gespart. Es gibt dann eine Sammlung neuer Ideen zur Darstellung im Schildrahmen. Warte, ich suche mal, ob ich was werfen kann. Nein. Ein Teenie-Geist. Ich glaube, ich werfe dich gleich mit Kylo Ren ab. Es gibt ein Teenie... Du hast Kylo Ren? Schäm dich. Den habe ich zum Geburtstag bekommen. Ja gut, dafür kann man ja nichts. Hat gar mal geredet. Ja, Batterien leer. So, dann kaufe ich die Seilrutsche. Jetzt brauchen wir wieder Science-Punkte und du klopfst auf Kylo Ren rum. So. Das verträgt er schon. Das ist dann das teuerste gewesen, oder? Ja. Aber den anderen Scheiß kann man sich ja auch mal da und hier und da mal kaufen. Oh. Machen wir jetzt Pause? Ja, können wir gerne machen. Deswegen, ich würde nämlich sagen, dass wir in der nächsten Runde auf jeden Fall nochmal ein paar Wasserspinnen kloppen.
Mit denen habe ich noch eine Rechnung offen. Außerdem will ich einen geilen Speer haben. Wenn ich den Helm habe, ja gern. Und ich will auch einen geilen Speer haben. Okay, also dann machen wir erst den Helm für dich. Und dann gehen wir Wasserspinnen kloppen. Ja. Okay. Dann das ist doch ein Plan. Gehen wir nächstes Mal wieder planschen. Dann haut rein, bleibt gesund. Abonnieren nicht vergessen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.